Hallo ihr Lieben, heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Ich darf zwei neue Projekte beginnen, die zwar noch geheim sind, die ich also noch nicht teilen darf, aber bald, bald, bald. So, und bevor ich das mache, habe ich aber jetzt noch den dringenden Auftrag, dieses Energiewelle-Video aufzunehmen, weil heute so eine fantastische Energie gerade da ist. Wie immer gilt bei den Energiewelle-Videos, nicht jeder spürt es gleich, diese Kraft und diese besonderen Frequenzen und die Bedeutungen dieser Wellen. Und dennoch teile ich es einfach, was ich fühle, damit ihr vielleicht das eine oder andere daraus nutzen könnt. So, und heute Morgen habe ich wie jeden Morgen oder fast jeden Morgen für Facebook wieder ein Sternentor gechannelt, was wieder einen neuen Tagesimpuls gegeben hat. Unten in der Videobeschreibung sind die Links zu meiner Sternentor-Gruppe auf Facebook. Und es kam, das möchte ich euch zeigen, das Sternentor der Venus und vom Mondstein. Das ist aus meinem Kartenset. Das ist schon lange, lange vergriffen, aber wir arbeiten an einem neuen. Juhu! So, ich möchte euch die Botschaft vorlesen, bevor ich euch dann Näheres dazu sage, denn heute geht es um das Thema nährende Weiblichkeit und Hingabe. Und das Sternentor der Venus hat eine wunderschöne und nicht so lange Botschaft. Ich verlinke euch unten den Link zur Botschaft. Könnt ihr dann nochmal in Ruhe nachlesen. Ich lese euch das jetzt vor aus meinem Sternentorbuch. Auch das ist fast vergriffen. Das verlinke ich euch aber auch nochmal, wenn ihr es bestellen möchtet. Es ist großartig, da sind die ersten 36 Sterntore drin mit Meditationen und Übungen, Affirmationen und so weiter. Also, es ist so eine schöne Botschaft. Geliebte Menschen, es ist an der Zeit, dass ihr euch wieder der Kraft der weiblichen Liebe bewusst werdet. Meine Macht ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Mit meiner Energie werdet ihr alle Grenzen überwinden, denn ich bin das Weibliche dieser Welt. Aus meinem Schoß geboren, werdet ihr die Liebe erleben und in meinen Schoß kehrt ihr als Körper zurück, um in der Liebe wiedergeboren zu werden. Erlebt euch als Weiblichkeit, als Gefühl, als Hingabe, ob Mann oder Frau. Alles ist in euch, doch im Körper einer Frau lebt eure Venus, zeigt euch, strahlt und liebt, denn dies ist das Schönste, das ihr hier auf Erden erleben könnt. Mit der Kraft des Mondsteins tankt euch auf, fließt mit eurem Gefühl und eurer Intuition, die gottgegebene Geschenke sind. Zeigt eure Schönheit, eure Anmut und segnet die Menschen mit eurem Lächeln. Dieses Sterntor habe ich 2008 empfangen und es hat mich völlig berührt und gesegnet. Und das ist die Kraft jetzt. Im Moment, also für mich ist es gestern Nachmittag in etwa, gestern Abend losgegangen und da war so viel Dankbarkeit und ein Gefühl von Eingehülltsein, von Geborgenheit. Und es hat mich nochmal ganz intensiv daran erinnert, dass wir alle hier sind, um uns wirklich unserem eigenen Strom hinzugeben. Ich habe schon einige Videos dazu gemacht zum Thema Hingabe. Das letzte verlinke ich euch mal hier oben. Und ja, ich habe im letzten Energiewelle-Video ausführlich darüber erzählen dürfen. Da gab es auch ein Channeling dazu, dass ein neues Energieportal geöffnet wurde. Auch das Video verlinke ich euch hier oben und natürlich auch unten. Und es ist so wichtig, dass wir diese Kraft jetzt nutzen. Und wenn es jetzt so eine weibliche, nährende, weiche, sanfte Kraft ist, dann wow, dann lasst uns das wirklich ganz, ganz tief ins Herz aufnehmen. Ich habe heute Morgen eine Meditation innerhalb meines Herzensraums gemacht. Ich stelle mir dann immer einen großen Raum, ein großes Zimmer vor und jedes Mal dekoriere ich das ein bisschen um, so dass ich mich total wohlfühle, dass ich mein ganzes Sein entspannen kann. Und dann gehe ich in die Kraft hinein, dann tanke ich auf. Und das war eben das, was ich jetzt empfangen durfte für uns alle, dass wir wirklich so eingepackt, eingehüllt sind in diese schöne Liebe. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder diese Pausen haben, wo wir uns nähren auf allen Ebenen des Seins.
Und dass wir auch einander Hilfestellung geben. Ich habe ganz intensiv vorhin mit einer lieben Freundin über das Thema Freundschaft gesprochen. Und da ging es darum, ja, wie schwierig es ist, echte Freundschaften zu finden und zu erleben, zu erhalten, zu fördern, dass das nicht durch irgendwelche Unachtsamkeit dann wieder auseinandergeht. Aber auch das ist Leben. Aber echte Freundschaft, echte Liebe, ob zu Freunden oder zu einem Partner, einer Partnerin, das beginnt mit einem satten Herzen. Das Herz dürfen wir erstmal satt machen. Wir dürfen nicht darauf warten, dass da irgendwer vorbeikommt und sagt, hey, ich gebe dir ganz viel Liebe, ich brauche auch nichts dafür. Oder genau das Gegenteil sagt, dafür will ich aber deine Liebe und zwar jetzt sofort und alles. Es geht darum, dass wir uns nähren, dass wir uns lieben, dass wir uns gut sind. Und das möchte ich mit meinen Videos immer und immer wieder mitteilen. Bei meinem Frühsport kam vorhin auch, habt zu allem, was auf der Erde ist, Mitgefühl und Respekt. Umarmt es in Gedanken, fühlt es ganz, ganz tief in euch. Nehmt die Impulse des Lebens an. Hingabe heißt eben mit dem Leben zu fließen. Eine Herzensfreundin, Kollegin, Jwala Gampa, hat mit ihren Signs, das sind wunderschön mit einem dicken Pinsel gemalte Worte, einen schönen Spruch geschrieben, den kann man in allen möglichen Formen bekommen. Könnt ihr mal googeln. Jwala Gampa. Wolle, was komme. Ihr kennt den anderen Spruch, komme, was wolle. Also nach dem Motto, was auch immer kommt, irgendwie nehmen wir es hin, sondern wolle, was komme. Also will das, was da zu dir kommt. Lade es ein, umarme es. Sei offen für die Geschenke und Wunder. Die Weiblichkeit, das Nährende, das Glückselige ist überall und in dir. Gib dahin jetzt mal deine Aufmerksamkeit. Wir haben schon so viele Kracherwellen gehabt, so viele Wellen, die uns oh, so gefordert haben, die so anstrengend waren. Aber jetzt, hey, es geht mal um was Schönes. Ich weiß, dass man mit Angst und mit Panik und mit all diesen Dingen viel mehr Zuschauer und Aufmerksamkeit bekommen kann. Aber jetzt geht es um das Weiche, das Schöne, das Liebende und Liebevolle. Lasst uns das doch mal genießen. Lasst uns das doch mal unseren stärksten Impuls nähren. Ja, raus aus der Angst, raus aus dieser Manipulation, rein in die Liebe. Und das heilt. Das heilt uns alle. So, jetzt werde ich mich meinen Projekten widmen. Ich wünsche euch einen mega schönen Tag, ganz viel Kraft, ganz viel Liebe. Denkt dran, wenn ihr Mondstein, Schmuck oder Schmeichelsteine habt, dann nutzt mal jetzt in nächster Zeit die Mondsteine, um euch mit dieser sanften weiblichen Liebe zu nähren. Öffnet euch für die Kraft der Venus. Ja, und bis bald. Eure Sonja Ariel von Staden aus Mallorca. Ciao.